aber erstmal einen Schluck Kaffee gönnen. Erstmal einen Schluck Kaffee gönnen. Ich habe gerade beschlossen, einen machen wir auf jeden Fall noch. Wir sind da in Poland. Die Kuh hat eine Träne im Auge gehabt. Wir müssen jetzt in Polen die Kühe retten. We've had a major flood that destroyed a lot of our countryside. We need to move to fix it. Move. Move. Okay. Warte. R. Zack. F. Zack. Macht mal, macht mal. Birken. Birken. Ja, ich kann auch Kühe glücklich machen. Ich kann auch Kühe glücklich machen. Das geht. Ja, Birkenrinde hat viel Öl, kann man gut anzünden. Habe ich mir sagen lassen. Mit dem schönen Feuerstahl. So. Also ich glaube, der Sauger ist besser als der Spritzer. Ich glaube, ich mache mich gerade unglücklich. Warum sind hier eigentlich Tassen auf dem Zaun? Es gibt Dinge, die will ich nicht wissen, oder? Flupf. So, haben wir hier alles? Ja, ne? Ich bin Fan. Ich bin Fan, Oma Lizzie. Ich bin Fan. Tatsächlich. Ja. Bin auch schon ganz gespannt auf die neue Staffel. Wobei da ja noch was fehlt, ne? Da fehlt ja noch ein Pärchen. Und noch die Wildcards. Du auch? Oh, cool, Oma Lizzie. Es fehlt ja nur noch, es fehlt ja noch ein paar und noch die Wildcards. So. Das kommt ja, wenn, dann kommt das ja erst sowieso November. November, Dezember, dann kommt's. Dann werden wir da was zu sehen. Oh, guck mal, Pilze. Wie cool ist das denn bitte? Das ist ja geil. Wieso kriege ich diesen Baum hier nicht gegossen? Ach, geht doch. Ich hoffe auf Otto. Ja. Otto und Sebo müssen. Ey, pack die Stielauge ein. Die Pilze bleiben hier.
Otto und Sebo wären cool. Das wäre richtig. Das wäre richtig Content. Da kann man richtig sehen, schön. Shelterbau, Jagd, Fischen. Oh, guck mal, der sieht aber cool aus. Den mag ich. Die Farbe ist nicht so doll, aber... So. Oh, von hier ist auch noch. Und die Schlappen sind ja cool. U-Boota. Angelehnt an Seven vs. Wild, wo sie die ganzen Schlappen gefunden haben, hä? So. Nur linke, stimmt. Ja, es waren ja irgendwann auch rechte. Irgendwann war ja auch noch ein rechter dabei, auch wenn der zu klein war. Aber da kann man genau... Oh, guck mal hier, was ich alles finden muss hier, ne? Hier können wir auch ein Lagerfeuerchen machen. Aber ich glaube, der rechte, der Rest der Community kann damit wahrscheinlich nicht so viel anfangen. Ich glaube, das sind nur vereinzelt welche, die das gucken hier. Feuerzeug, Streichhölzer. Zack, 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 zack. Das sieht schon richtig gut aus hier, ne? Oh, da fehlt immer noch ein Holz. Oh, die stehen voll alle im Dreck, ne? Oh, weia. Ja, geht gleich los, ihr Lieben. Geht gleich los. Geht gleich los. Pilze. Flup, flup. Ah, wie geil sieht das denn aus? Ach, da ist das letzte. Davon haben wir nur eins. Wenn wir jetzt G drücken, ne? Ach, guck mal, der sagt ja gleich an hier, ist nicht. Aber das ist ja cool. Hätte ich das vorher gewusst, hätte ich mir die ganze Arbeit nicht machen müssen. So, du musst noch... Gucken wir nochmal zurück. Sieht gut aus. Ja, hier, oh Gott, guck mal, wie es aussieht. Oh, bong, bong, bong. Oh mein Gott, da haben wir ja richtig zu tun. Hallo, Locke. Ernsthaft, jedes Mal, wenn ich hier... Ach, Locke, Mensch. Ich bin unschuldig. Am Camper ist noch ein Dreckfleck. Oh, den müssen wir wegmachen. Ist nur zur Einstimmung, Glocke. Nachher spielen wir Above Snakes. Am Camper ist noch ein Dreckfleck. Schatten? Oh, ein riesiger. Clean the Camper. Camper war ja auch dringend. War ja auch die Quest.
gather sticks, ropes and clothes to build a tent. Oh, ein Zelt! Bis dahin ging's wieder nicht mehr, ne? Dein Saugereffekt hier. Kann man die noch gießen? Oh, guck mal. Oh. Warte mal, weißt du, was wir da machen? Da tun wir den hier hin. Zack. So. Flup, flup, flup. Wir machen alle Pilze. Wir machen alle erstmal einen Pilz auf. Oh, die können wir pflücken oder was? Oh, die können wir pflücken. Oh, wie cool ist das denn bitte? Wie cool war das denn bitte? Klar, jeder kann mit den Camper. Ich mag große Campings. Ich mag Camping. Ich bin so eher, was heißt Camping? Ich bin, glaube ich, auch eher Fraktion Glamping. Stehe ich jetzt auf dem Baum oder was? Also gemütliches Camping. Und ich mag Feuer. Ja, genieß deine Pause, Beringer. Fresh Start Cleaning. Simulator. Rein theoretisch müsste es ja eigentlich in der Gaming-Kategorie stehen, in der Kategorie. Aber meine... Meine Moderatoren funktionieren nicht. Spielekategorie nicht eingegeben. Ich glaube, ich spinne. Was ist hier los? Meine Terrasse ist Südseite, also heiß. Ei. Steht doch da. Dann hat Locke jetzt einen Hitzeschaden. Flupp. Oh, echt jetzt? Oh, mein Wasser ist alle. Wasser. Wasser da. Echt jetzt? Ich muss nach Kilometer rennen, um Wasser zu holen. Das ist jetzt nicht den Ernst, oder? Ich habe immer einen Schaden. Wer nicht? Stimmt, Beringer, wer nicht? Ah. Dann hat sich das... Entschuldigung an die Mods. Dann hat sich das auf meinem Laptop... nicht aktualisiert. Hallo Kuh. Bin schon dabei. Guck hier, alles schicki. Ihr kriegt gleich alles schicki hier. Wo ist denn eigentlich mein Mannequin? Wo habe ich den jetzt hingestellt? Hier. Hast du hier alles fertig? Nee, ne? Hier ist noch einer. Flup, flup, flup. Wir gehen in den Club.
Hier schallt das so, ne? Als wenn wir in der Halle sind, ne? Guck mal, gleich haben die Kühe das wieder schön hier. Gleich ist wieder alles schicki. Dann sind die polnischen Kühe halt nicht mehr traurig. Ich habe, glaube ich, jetzt das Feuerholz für vorne fertig. Aber erstmal machen wir noch schnell hier. Damit die Kühe hier schönes, saftiges Grünzeug haben. Das erinnert aber von dem Müll an den Geräuschen an No Place Like Home. Ist von den gleichen. Also von den gleichen Machern. Guck mal, Kuh. Jetzt habt ihr das gleich wieder schön grün hier. Guck mal, wie die hier im Müll stehen müssen. Die Ärmsten. Ist doch nicht mehr schön hier. Zack. Hopp, 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 wir gehen in den Club. So. Wir können ja mal auf N drücken, was passiert. Ach, der zeigt nur, wie glücklich jetzt die Kühe sind, oder was? Ich dachte, es kommen jetzt neue dazu. Na gut. So, dann wären wir mal hier vorne. Was sollten wir hier machen? Hier brauchten wir 3 von denen. Haben wir. Zack. Dann brauchen wir 2 Stoffe. Da haben wir nur einen. Hier bei dem Camper konnten wir das Lagerfeuer anmachen. Zack. Und einmal Streichhölzer. Jawohl. Läuft doch. So, was ist hier? Hier ist weiter nichts. Hier beim Grill müssen wir auch noch tun. Ja, das sind hier die Glamper. Hier schön mit dem Smoker, ne? Schön mit dem Smoker hier angetreten. Aber wenigstens gibt es Gürkchen. Was heißt jetzt zu viel Idylle? Die Monster fehlen dir? Oh, weia. Nach dem Donnerstag habe ich dann doch erstmal so ein bisschen, wie soll ich das jetzt ausdrücken? Die Schnauze voll. Diese Spinne hat mich getötet. Die hat mein Nervenkostüm um Jahre gealtert. Weißt du, gerade, ich habe gerade so ein Bild vor Augen. Weil dieses Spiel ist ja jetzt zum Beispiel auch für Lavisinchen nix, ne? Und Lavisinchen wollte ja gerade frühstücken. Jetzt habe ich so ein Bild vor Augen, wie Lavisinchen in ihrem Marmeladenbrötchen liegt mit dem Gesicht voran. Sorry, Lavisinchen! Es ist einfach nur eine Vorstellung, die ich hatte gerade. Weil zu wenig Monster, zu viel Idylle, zu beruhigend, zu viel zu beruhigend. Da habe ich das Bild wie Lavisinchen. Mit dem Gesicht voran im Marmeladenbrötchen liegt. Ah. Ich hoffe, sie kann mir verzeihen. Und dann aufwacht und das Brötchen an der Stirn klebt. Genau.
Aber zu meiner Verteidigung, ich habe jetzt eine Weile das letzte DLC von Our Life gesuchtet. Schade, dass du nicht so gut Englisch kennst. Ja. Habe heute eine Spinne aus der Küche auf die Terrasse ausgesetzt. Da hatte ich die Hogwarts-Spinne auch im Kopf. Aber wirklich. Aber wirklich. Aber ich muss sagen, Thekla war da bei mir. Thekla hat mich die Nacht über. Saß sie neben mir. Ich habe sie doch nicht rausgeschmissen. Ich habe es nicht übers Herz gebracht. Das Geile ist, Manu hat ja für mich die Thekla gemacht. Jess kommt an. Oh, ich möchte eine Mütze von Manu. Mein Kleiner kommt an. Manu muss mir ein Relaxo machen. Manu hat schon Bestellungen aufnehmen müssen. Weil die Spinne so cool fanden. Ah ja, da hast du die nächsten Jahre zu häkeln. Dann kommst du aber nicht mehr zum Hogwarts-Spielen, du. Sind alle Monster vor dir sicher? Ah, hier ist das zweite Ding für das Zelt. Hogwarts muss bleiben. Und was ist mit meinen Kindern? Okay, für Hogwarts Legacy stelle ich sie dann frei. Ich würde sagen, so drecktechnisch sind wir ja schon ganz gut davor. Ne? Jetzt müssen wir nur den ganzen Kram hier gießen. Ne? Oh. Ja, eigentlich hast du recht. Wer soll sich denn um die Wilderer kümmern? Du hast ja recht. Du hast ja recht. Ich kann es ja nicht anders sagen. Die haben nichts anderes verdient als Kloppe. Und wenn sie fragen, warum, gleich nochmal draufhauen. Jetzt hier alle, der ist noch nicht, ne? Campingessen steht, super. Oh, Kaffeemarsch, jawohl. Nee, Kaffeemarsch ist nicht. Ich hab keinen Kaffee. Jetzt Kaffee alle. Ich muss mal ganz kurz. Ich muss mal ganz kurz. Ja. So. 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 Teemarsch, Cola-Marsch, Wassermarsch. Wir haben alles. Wasser kann ich erfüllen. Wasser kann ich erfüllen. Cola könnte ich auch erfüllen, aber das ist mir jetzt noch zu früh. Da. Bei Cola weigere ich mich noch. Ich glaube, Lavisinchen liegt schon in ihrem Brötchen. Miri kommt nach Hause, zieht sie an die Schultern hoch. Mama, alles okay? Was? Andrina war zu beruhigend. So, wo war denn das mit dem Zelt? Hier hinten. Guck mal hier. Da haben wir jetzt die beiden. Zack.
Seile, 4 Stück haben wir auch. Zack. Mit, guck mal hier, schön. Ne? Also, Zelt ist auch fertig. Repair the wooden bridge. Diese Bridge sollen wir repairen. Haben wir genug? Ein Holz. Ja, das haben wir auch. Tata. So. Water the lettuce seeds and feed them. Course. To the course. Ach so, ich soll die füttern. Ich soll jetzt mit dem Lettuce, mit dem... Ach, ich soll damit die Kühe füttern? Aha. Jetzt echt? Oh! Oh! Tada! Alle Kühe gefüttert! Und 92% fertig. Oh, jetzt heißt es wieder hier. Guck mal, die tanzt! Ah, wie cool ist das denn? Der Rest ist wieder faul, ne? Ja, ja. Vergiss es. So, die Bäume noch und die ganzen Büsche und dann sind wir durch. Willkommen zurück, lieber Philipp. Voll geil, oder? Oh, hier Pilze für Manu. Bisschen schade, so einen schönen Salat an die Kühe zu verfüttern. Wenn es sie dann glücklich macht. Sie müssen sonst immer nur dieses komische Gras von der Erde fressen. Macht sie doch glücklich. Locke. Manchmal trifft er die nicht richtig, ne? Flup, flup, flup. 95%. Warte mal, kriegen wir jetzt noch Tiere dazu? Einmal Cookie-Lucky machen. Einmal Cookie-Lucky machen. Oh. Wenn man sieht, dass er vorher eine reine Müllhalde war. Aber Vorsicht mit den Pilzen. Manchmal, manche kann man nur mal einmal essen. Die gebe ich einmal am liebsten Manu. Aber die ist schon resistent gegen alles. Immer erst probieren lassen, bevor man was isst. Hast recht, ein Steak von glücklichen Kühen schmeckt besser. Wo? Ein Storch! Buh, Locke, buh! Dankeschön. Hast du da einen neuen Tab reingemacht? Bitte. Kinderbringer. Chiara, chill. Aber ist auch geil, der Name. Chiara, still. Chill. Fische noch, bitte noch Fische in den Graben setzen. Ist nicht meine Entscheidung. Ich würde das tun. Prozent. Das wird gleich ein Gesuche, das sage ich euch. 98. Hier sind gleich noch Pilze. Das Problem werden ja nicht die Bäume sein, sondern die kleinen Blümchen auf dem Boden. Ach, der ist schon... Nee, der ist nicht.
Guck mal. Manchmal nimmt er das nicht, ne? Bist du schon fertig? Ja. 98%. Wo haben wir denn noch? So, dann werden wir mal gucken. Hier gucken wir einmal zurück. Oh, guck mal, hier ist noch ein Busch, der nicht ganz fertig ist. Zack. Da hinten sind noch zwei Bäume, habe ich gesehen. Der und der da, okay. Aber das ist genau das, was ich mir dachte. Toll. 99% immer noch. Das meine ich. Wenn ich jetzt nicht auf dem Boden irgendwas sehe, oder hinten ist noch einer. Aber es scheint nur der eine zu sein. 99%. Ja, und jetzt? Da, okay. Hä? Ich habe doch gerade nach vorne geskypt, oder nicht? Irgendwas stimmt doch hier ganz und gar nicht. Immer noch nicht 100. Hier liegt noch Dreck rum. Tja. Doch nicht so einfach mit dem Suchen hier. Wie gesagt, das kann jetzt jede kleine Fitzelpflanze hier sein. Prozent. Ich sehe nichts, ne? Ja, das zu dem Thema, ne? Ich kann jetzt nur hoffen, dass ich hier irgendwas erwische. Ja, 99%. Ich will aber 100. Zelt? War beim Zelt was, Frau Flo? War hier irgendwas, was ich übersehen habe? Ja, das ist natürlich ärgerlich, ne? Ist die jetzt ausgewachsen? Die ist ausgewachsen. Ich sehe es nicht, ne? Es tut mir leid, also. Ich habe sie gestreichelt, die Kuh. Okay.
Merci beaucoup. Dankeschön. Vielleicht irgendwo noch Dreck. Ja, ich guck gleich. Richtig zu? Auf der Bank, genau, ich stehe davor, siehst du. Miri, Adlerauge. Hast Mutti schon aufgehoben? Ja, aber es hat nicht gereicht für nur 1%. Ja, ja, Adlerauge Miri, aber das hat nicht gereicht. Das ist doch nicht normally. Nee, ist noch wach, okay. Ich hatte Befürchtung, dass sie auf ihrem Marmeladenbrötchen liegt. Ja, dann ist es halt so, ganz ehrlich. Ich habe eigentlich den Anspruch auf 100%, aber irgendwie... irgendwie. Die Kuh tanzt immer noch. Muss die, glaube ich, vom Eis holen. Beim Pilz war noch Dreck. Ja. Hab ich gesehen. Irgendein Baum leuchtete blau. Warte. Nein, die brauche ich nicht. Ich brauche das hier. Nix. Ja, dann gehen wir halt. Gehen wir halt, ne? Mit 99% raus. Ist nicht schlimm. Wir werden es überleben. 99% ist besser als 0. Oder als 98. Oh, guck mal, Feuerwerk. Schön. Oh, oh. Guck mal. Oh, Shelly. V-Pinguine mit Baby. Oder? Oh, wie cool, die Wölfe. Oh. Congratulations, you have saved all the animals. Wir haben alle gerettet. Ha, 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 ha. Und wir sind durch. Das war's. Das war's. Der Kumpa Miri schreibt auch Glückwunsch, du hast das Spiel durch. Ja, wir haben's durch. Ja, 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 ja. Jo, ja, 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 ja. Yo, 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 yo.